Jo, Mahlzeit, Freunde und Erstbesucher, hier bin ich wieder, euer Hometown Retro, nach einer Woche Pause wieder zurück. Ich war ein paar Tage unterwegs, habe mir eine kleine Auszeit genommen. Jetzt bin ich wieder gut gestärkt und ich war dementsprechend gestern auf dem Flohmarkt und da nehme ich euch jetzt mit hin. Jo, moin Freunde, hier bin ich wieder, euer Hometown Retro. Ich bin wieder für euch unterwegs zum Flohmarkt. Wir haben heute drei Flohmärkte, es ist schweinekalt heute, aber es regnet Gott sei Dank nicht. Und wir fahren jetzt mal gucken. Und dann schauen wir mal, was wir finden. Bis später, Leute. Morgen. Morgen. Ja, man muss immer aufpassen, da bin ich. Bei diesen Sachen ist es ja sehr schade, wenn was kaputt geht. Ich sag mal, bei Billion fahren, da ist es aber morgen nicht für den Kuchen. Morgen. Also. Ja, vielen Dank. Ich muss gleich ins Auto, ja. Nicht vergessen. Nicht vergessen, ja. Aber selbstverständlich dürfen Sie. Ja, ich habe jetzt gerade. Guten Morgen. Was wollen denn hier für die Pistolen haben? Guten Tag noch. Genau. Tschüss. Ciao. Morgen. Hallo. Hi. Wie viel soll der Augen sein? Ja. Was? Die Augen sind meine Augen. Nächste Woche. Jo, gleichfalls. Morgen.
50 Cent pro Eintrag. Okay. Alles klar. Jahrgang ist schon.
Ja, grüß dich. Hallo, Chef. Alles klar, Chef. Moin. Oh, so, die Kosten. Ein Kabel, das fehlt aber. Ja. Ne? Ohne Kabel, ohne alles. Ja, der Erdkabel. Ja, Kabel habe ich schon. Kabel. Ja. Ja, mit Kabel kostet es 70. Mit Kabel 40 ja. Maximal. Ja, aber was kostet 5 Euro Kabel? Ja, aber kein Original, ne? Da brauchen wir ja schon die originalen Kabel, die sind was teurer, hast du nicht, ne? Wo wird das, der funktioniert? Ich weiß nicht, ich habe einen Strom Dankeschön. Gemacht, der funktioniert. Wie viel wollen Sie geben? 15 maximal. 20, das was. Ich überleg's mir, ich komme mal. Das habe ich einen Strom, der kann. Ich will es nicht haben. Das habe ich auch nicht gedacht. Ich war nur zu faul, dass da raus ist. Es weihnachtet sehr. Ja, genau. Ich habe auch schöne Weihnachtslieder. Ja? Dankeschön. Jo, Mahlzeit, Freunde. Ich hab Bock, ich hoffe ihr auch. Ich war gestern wieder unterwegs für euch, aber bevor ich anfange, ich habe mir ein paar Gedanken über meinen Channel gemacht. Und zwar haben mich mehrere Leute angeschrieben, weil ich zeige euch ja immer quasi die Videospiele und ein paar Trailer dahinter und dass das vielleicht künstliches in die Länge ziehen ist. Und da ich das auch sein lassen soll, dass den ganzen Spaß am Sehen wegnimmt. Und ich werde das jetzt in diesem Video so machen. Ich werde das ein bisschen abändern. Ich werde euch die Spiele vorstellen. Ich werde euch den verkauften eBay-Preis einblenden und trotzdem einen kleinen Trailer noch dazu. Und dann hätte ich gerne mal von euch, dass ihr mir mal in die Kommentare schreibt, ob ihr gerne Trailer sehen würdet und einen eBay-Preis. Weil eigentlich, Leute, ihr wisst, ich nehme einiges mit an PlayStation-Spielen, auch wenn die keinen großen Wert haben. Und ich kann euch den Preis gerne einblenden, mache ich auch. Aber ich weiß nicht, ob es so interessant ist, weil da sind auch Spiele bei, die einfach für einen Euro weggehen. Ich mache es einfach mal. Schreibt mir gerne nachher in die Kommentare, was ihr besser findet, ob mit Trailer, ohne Trailer, mit eBay-Preis, ohne eBay-Preis. Und ja, das zum Ersten. Und zum Zweiten, wir sind fast in der Wintersaison, Leute. Natürlich werden die Videospiele rarer auf dem Flohmarkt. Und ich werde euch, ich denke, das wird jetzt so ein bisschen die Waage halten mit anderen
Spielzeug, was ich mitnehmen werde, ob es Lego ist, ob Brettspiele sind, weil ich habe mich jetzt auch im Urlaub ein bisschen schlau gemacht über andere Sparten, zwecks Lego-Figuren und Action-Figuren. Das sind aber alles Sachen, die nicht bei mir in der Sammlung landen werden. Vielleicht die eine oder andere Figur, logischerweise von Batman wie der Joker hier oder von Mortal Kombat. Das sind aber alles Sachen, die ich weiterverkaufen werde. Ich weiß, es ist nicht gerne gehört, aber man muss seine Sammlung auch irgendwie finanzieren und es geht gut ins Geld. Und soll auch gar keine Entschuldigung sein, wen es nicht gefällt, muss mich leider deabonnieren oder leider nicht mehr reinschauen, aber das ist mein Plan für den Winter. Ich werde das 50-50 halten jetzt in der Winterzeit. 50% Videospiele, 50% Actionfiguren, Lego-Figuren. Ich denke, das ist auch ein Riesenthema, den viele Leute vielleicht interessieren wird und wie wertig da die Sachen sind. Und ja, wie gesagt, da habe ich mich jetzt ein bisschen reingefunden und das zum Zweiten, da könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie findet ihr das in der Winterzeit, andere Themen anzuschneiden, wo man seine Hauptsammlung mit refinanzieren kann. So Leute, genug gelabert, fangen wir an mit dem Flohmarkt. Ich war auf der Trabrennbahn in München-Gladbach, hatte den Tag vorher mit Sven schon geschrieben und Sven an dieser Stelle ganz herzliche Besserung, der Sven ist erkältet. Ich wollte eigentlich mit Sven zusammen losziehen, weil ich auch alleine unterwegs war. Hatte ich Bock drauf gehabt, es war auch schweinekalt, aber Sven liegt leider flach. Hat dann gesagt, Marcel, du hast freie Bahn morgen. Viel Glück. Danke Sven, ne? Und nochmal gute Besserung. Ja, was habe ich gefunden auf der Trabrennbahn? Nicht viel. Es sind wenig Leute unterwegs und es ist schweinekalt, wie gesagt, die Leute sind auch erst später da. Ich war um 6:30 erst an der Trabrennbahn. Normalerweise im Sommer muss man um 6 Uhr da sein, sonst bekommt man nichts mehr. Ich war um 6:30 da und bin ein bisschen rumgetängelt und mein erster Fund war dann aus einer Kramkiste. Habt ihr auch im Video gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, da könnt ihr mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht kennt ihr euch da besser aus. Und zwar habe ich mir hier diese Actionfigur mitgenommen. Und für mich sieht der aus wie Kano von Mortal Kombat. Der ist aber von Hasbro und ich habe eine Collection von Hasbro gefunden von Mortal Kombat, dass sie mal Actionfiguren hergestellt haben, Hasbro, aber nicht diesen Kano gefunden. Vielleicht vertue ich mich auch, aber für mich sieht er sehr aus wie Kano, hier mit diesem Laserauge. Kano hatte keinen Pferdeschwanz, er hatte nur eine Glatze, aber ich denke mal einfach, dass das Kano ist von Mortal Kombat. Wenn es eine andere Figur ist, könnt ihr mich gerne ein besseres belehren. Habe ich 50 Cent für bezahlt. Der hatte noch Action-Man-Figuren drin und aber da kenne ich mich überhaupt nicht aus und habe ich auch kein Interesse dran und habe ich liegen lassen. So habe ich dann, ich will hoffen, Kano mitgenommen für Mortal Kombat von Hasbro von 2003 für 50 Cent. Sehr cool. Da bin ich an einen Stand gekommen. Das fand ich sehr cool. Das war auch ein sehr, sehr sympathischer Stand. Und zwar war ich schon in meiner dritten Runde und die Leute haben aufgebaut und habe dann in der Kramkiste einmal nur hier diesen Schriftzug gesehen. Rein zufällig, mit mehreren Büchern zusammen. Ja, habe mir das Buch dann rausgesucht. Ist echt in keinem super tollen Zustand hier, Leute. Ne? Also die Kanten sind abgerissen, aber innen drin ist alles Paletti. Ne? Innen drin ist alles super. Ist ein Lösungsbuch von Resident Evil 5. Ihr wisst selber, wie wertig die sind im guten Zustand. Da kann man gut mal zwischen 10 und 20 Euro hinlegen. Ich habe den Kollegen dann gefragt, ja, hör mal, was willst du denn hier für das Buch haben? Er wollte erst 6 dafür haben. Hab dann gefragt, können wir 4 machen? Und der Kollege hat dann gesagt, bist du Sammler oder bist du Händler? Ich habe gesagt, nee, ich bin Sammler und er hat gesagt, ja, komm mal mit nach hinten. Ja, gesagt, getan, bin ich dann mit den Kollegen zu seinem Auto gegangen und da hat er mir eine Kiste in die Hand gedrückt. Und zwar waren in der Kiste noch PlayStation 1 Spiele drin, da war noch ein One Piece für die PlayStation 2 drin, da war ein Game Boy drin, mit Tetris für den Gamecube, ein Donkey Tonga, meine ich, mit Trommeln. Aber der Kollege hat seine Hausaufgaben gemacht. Hat mich aber dann gefragt, hör mal, kennt man dich denn irgendwoher? Ich bin beim Tequila am Discord und habe gesagt, ja, ich habe selber auch einen eigenen Channel, habe ihm meinen Namen gesagt, dann hat er mich auch erkannt. Schöne Grüße gehen raus an dich und deine Mädels, die dir geholfen haben beim Verkauf. Ja, ich habe dann ein bisschen länger mit ihm gesprochen und wollte für den Gameboy 35 Euro haben. Ist eigentlich ein guter Preis.
Und aber nicht für den Flohmarkt. Auf dem Flohmarkt bin ich nicht bereit, für einen Gameboy 35 Euro zu bezahlen. Da ist meine Schmerzgrenze bei 20. Wobei ich auch schon einen Gameboy habe und ich hätte gerne einen zweiten Gameboy, wo ich nicht bereit bin, mehr als 20 Euro für auszugeben. Da würde ich gerne mal das Case ein bisschen tauschen und ein bisschen Blacklight-Modding machen und sowas. Das würde ich gerne mal testen. Dementsprechend war ich nicht bereit, 35 Euro für den Gameboy zu bezahlen. Ja, ich habe mir aber dann trotzdem etwas rausgesucht bei den Kollegen. Und zwar für die PlayStation 1 hatte der Kollege einmal Shadow Man dabei. Ich blende euch jetzt den Preis mal hier oben irgendwo ein. Ja, Shadow Man für die PlayStation 1, sehr cool. Hat mir noch gefehlt für meine PlayStation 1 Sammlung. Ist auch komplett hier mit Anleitung, im schönen Zustand, super cool. Und ja, er hatte auch noch ein Resident Evil 1 in der Platinum Edition und wollte ja auch 35 Euro für haben oder 30. Wäre auch ein guter Preis gewesen. Also er hat auf jeden Fall seine Hausaufgaben gemacht. Er weiß, wofür die Sachen weggegangen sind auf eBay und ist dann einfach ein bisschen unterm Preis geblieben. Hab versucht ein bisschen zu wandeln, hat er sich aber leider nicht drauf eingelassen. Ich hätte gerne den Gameboy für ein 20 bekommen. Und das Resident Evil habe ich ihm nachher dann noch angeboten. Den Gameboy und Resident Evil Platinum Edition wohl gesagt. Für 35 war natürlich viel zu wenig. Hat er auch gesagt, nee, kann ich nicht machen. Hab aber dann, wie gesagt, einmal Shadow Man und einmal das Lösungsbuch für Resident Evil 5 im, ja, eigentlich sehr schlechten Zustand. Aber weil der Dude mir sehr sympathisch war mit seinen zwei Mädels an der Seite, habe ich für beides 11 Euro bezahlt und habe den Stand dann auch ein bisschen mit unterstützt damit. Habe Normalpreis bezahlt, das Buch dann 5 Euro und das Shadowman für 6 Euro. Ist beides Normalpreis. Habe ich sehr gerne mitgenommen. So kann es auch gehen. Nicht immer Schnapper. Wenn man jemanden sympathisch findet, dann nehme ich auch gerne mal Sachen mit für Normalpreis. War alles cool. Ich bin dann, das war es dann auch schon von der Trabrennbahn. Ich bin aber dann nochmal zu dem Stand hingegangen und habe zu den Kollegen gesagt, hör mal, ich habe das Resident Evil 1 und du bist ja am Discord drin, genau wie ich. Ich habe das Resident Evil 1, mir fehlt aber das Original Frontcover. Ich biete dir 3 Euro für das Frontcover an. Hat er gesagt, ja, wenn du mir versichern kannst, dass ich das 100%ig noch verkauft bekomme, dann kannst du das gerne haben. Ich habe aber dann gesagt, ey, das kann ich dir nicht versichern, aber es ist halt ein Resident Evil, das wird vielleicht trotzdem weggehen. Zwar nicht für die 35, aber vielleicht für den 20. Ja, er hat dann gesagt, weißt du was, hör mal, wenn ich es nicht verkauft bekomme, ich schreibe dich beim Discord an und dann werden wir uns bestimmt einig. Und deshalb nochmal ganz liebe Grüße gehen raus. Ich warte auf deine Nachricht, damit ich mein Resident Evil 1 vervollständigen kann. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Grüße an deine Mädels. Ja, ich bin dann abgehauen an der Trabrennbahn und bin dann zum Grotenburg-Stadion gefahren, nach Krefeld und ja, war auch dann erst spät da. Ich habe mich relativ lange an der Trabrennbahn rumgetrieben, weil ich auch ein bisschen die Augen aufgehalten habe nach anderen Sachen, habe da aber gar nichts gefunden. Ne? Standardleute waren da mit Schmuck und hin und her und bla und blub, aber so Schmuck und so, den nehme ich natürlich nicht mit, Leute. Wenn überhaupt, dann Actionfiguren, Lego-Figuren, habe ich eben schon drüber gesprochen. Ja, ich war dann am Grotenburg-Stadion und habe als allererstes dann für 50 Cent. Ich habe eine kleine DVD-Sammlung und keine Blu-rays, sondern DVD-Sammlung, weil ich finde, bei manchen DVDs, da haben die diese Artworks viel cooler verarbeitet als bei Blu-rays. Ich zeige euch mal zwei Dinger. Und zwar habe ich schon in meiner Sammlung einmal hier, also nur spezielle Filme, ne? Für meine DVD-Sammlung stelle ich mir sehr gerne rein. Einmal hier Braveheart, ne, klassische. Also ich mag das halt super gerne, ne? wenn das so kunstmäßig betrieben ist, ne? Also wenn man sich schon ein bisschen Mühe gibt für diese Artworks, ne? Hier mit so einem Papp-Aufklapp-Schuber, sehr cool. Habe ich voll Bock drauf. Und so DVDs nehme ich auch gerne mit. Und dann bezahle ich auch gerne mal einen Euro für. Weil ich finde, das ist absolut gar nicht zu viel. Und DVDs gehen voll klar, um zu sehen, meiner Meinung nach. Ich brauche nicht unbedingt Blu-rays. DVDs nehme ich dann gerne mit für 1 Euro. Und zwar habe ich dann am Rotenburg-Stadion, ich habe vor kurzem den zweiten Teil davon im Kino gesehen. Und den ersten Teil habe ich mir dann mal bei Netflix angeguckt. Jetzt habe ich mir den auf DVD mitgenommen. Einmal
S1. Und ich persönlich finde, im neuen S-Film sieht der Clown nicht so schlimm aus, Pennywise, nicht so schlimm aus wie in den alten Filmen. Ich finde diesen alten Pennywise absolut grausam. Ja, habe ich mir sehr gerne mitgenommen für meine DVD-Sammlung. S1 für 1 Euro. Ja, 1 Euro habe ich bezahlt. Sehr cool. Ja, dann kommen wir zu den Videospielen, Leute. Und zwar habe ich in einer Kramkiste gefunden, schon durchgekramt. Man hat gesehen, wo ich da ankam auf dem Grotenburg-Stadion in Krefeld. Da kamen mir schon 3 Jungs entgegen und waren am Feiern. Und ja, das ist mein heiliger Gral, super klasse. Und zwar sind die mit einer OVP wie an mir vorbeigerannt. Da habe ich schon gedacht, nein, die hätte ich auch gerne gehabt. Ja, war leider nicht der Fall, 10 Minuten zu spät gewesen. Bin dann locker rumgegangen, war dann an einem Stand, der hat einen Super Nintendo da stehen gehabt. Hab ihn dann gefragt, was willst du denn hier für einen Super Nintendo haben? Ja, er wollte 40 Euro haben für den Super Nintendo, ohne Kabel, ohne alles, 30. Ja, war natürlich viel zu viel, Leute. Ihr wisst selber, ein Super Nintendo mit Kabel und Controller ohne Spiel geht für 35, maximal 40 im guten Zustand. Natürlich ohne OVP weg. Das war dann auch mein Verhandlungsprinzip. Ich habe ihm dann gesagt, hör mal, da sind keine Kabel bei und ich kann nicht testen, ob die funktioniert. Und sagte dann, ja, die Kabel, die kosten 5 Euro, ja, aber kein Originalkabel, habe ich dann erwidert. Habe ihm dann 15 Euro angeboten, er hat 20 gesagt. Ich weiß nicht, ob 20 Euro ein guter Preis gewesen wäre für eine lose SNES-Konsole. Ich finde nicht. Vor allem habe ich auch schon einen OVP hier stehen, also das wäre dann für mich nur auch wieder eine Refinanzierung gewesen und ja, dafür nehme ich jetzt nicht mit. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das richtig war oder falsch war. Wenn die Originalkabel dabei gewesen, hätte ich einen 20 bezahlt, hätte mir die an eine Ersatzkonsole hingelegt, weil ja, wo ich dann halt drauf zocken kann, weil mein Super Nintendo ist natürlich in der OVP drin, würde ihn ungern rausholen. Aber nichtsdestotrotz habe ich dann einen Stand weiter in der Grabbelkiste. Das sind jetzt keine Highlight-Titel, aber habe ich mich trotzdem drüber gefreut, weil ich die Spiele noch nicht besitze für meine PlayStation 1-Sammlung. Kommt man auch nicht regelmäßig dran und für den Preis konnte ich es einfach nicht liegen lassen. Und zwar habe ich einmal Wer wird Millionär? Edition 1 und 2 mitgenommen. Ganz normales Spiel, Fragen beantworten, hin und her. Und einmal die Family Games Compendium mitgenommen. Das sind 3 CDs und da sind 20 Spiele drauf. Ne? Da sind dann so Spiele drauf wie Blackjack, ein Motorradspiel ist da drauf, Slot Machine sind da drauf, Poker, Superbike Challenge, ein kleines Formel 1 Spiel. Da sind 20 Spiele drauf. Minispiele, die kann man locker easy zocken. Und da habe ich mich sehr darüber gefreut. Ich wusste auch, dass diese Hefte ein bisschen wertig sind. Habe ich mir mitgenommen einen Spieleberater. Und zwar einmal von Sega Game Guide. Tipps und Tricks für 24 Spiele. Für über 20 Spiele, genau. Und zwar ist das ein Lösungsbuch für den Mega Drive, für die Mega CD und Master System. Da sind unter anderem die Komplettlösungen für Aladdin drin, für Sonic 2 und 3, für Sonic CD, für die Mega CD, für die Ottifanten, für Dune 2, für Virtual Racing, für Dschungelbuch. Ich zeige euch das mal kurz. Und zwar sind da immer hier diese Komplettlösungen komplett drin. Und in diesem Zustand, Leute, ist es echt schwer, so Bücher zu finden. Deshalb habe ich sehr gerne mitgenommen. Fand ich sehr cool. Echt schöner Zustand. Die Kanten, die sind astrein. Ich habe jetzt für die 3 Sachen 5 Euro bezahlt. Ich finde, das geht vollkommen klar. Und ja, habe ich sehr gerne mitgenommen. Das Buch kann mich wieder verlassen. Die PlayStation 2 Spiele bleiben bei mir. Und ja, kommen wir zum Hauptfund des Tages. Ja, ich bin hin und her gerissen, ob er in meiner Sammlung bleibt oder ob er wieder gehen darf. Und zwar habe ich vor längerer Zeit ein Video vom Aslan gesehen. Und Aslan ist ein Riesenfan von Fighting Stick Controllern, generell Beat'n'up Spielen. Und ich habe dann einen Stand gefunden, einmal, sehr cool. Ich habe einen 10er dafür bezahlt. Ich wusste, der ist definitiv mehr wert. 10 Euro für bezahlt. Und zwar habe ich mir einmal von Hori einmal hier den Tekken Fighting Stick geholt. Der ist über WLAN, also wundert euch nicht, dass da kein Kabel dran ist. Ich zeige euch hier auch mal den Aufkleber. Das ist ein WLAN Fighting Stick Controller. Die Batterien sind auch nicht ausgelaufen. Astrein, super sauber das Ding. Und er wollte erst 25 Euro dafür haben.
Und ich blende euch jetzt mal den Preis kurz ein für die Dinger. Und deshalb denke ich, dass ich mit 10er gut bedient war. Und da bin ich mir noch nicht sicher, ob er bleibt oder ob er geht. Ich bin kein großer Tekken-Fan, ich bin auch kein großer Fan davon, hier mit so einem Fighting-Stick rumzukämpfen. Ich muss ihn mal testen, ob er geht. Ne, der wird über WLAN verbunden, ich denke mit der PlayStation 3 dann. Und dann werde ich mir mal überlegen, was mit dem guten Ding passiert. Ist auf jeden Fall ein schönes Stück, habe ich sehr gerne mitgenommen für einen 10er. Ob Refinanzierung oder für meine Sammlung, ich denke, das kommt beides gut. Und ja, das war dann auch schon mein letzter Fund, Leute. Grottenburg-Stadion, Flohmarkt. Ich hatte unter der Woche aber noch ein paar Geschenke bekommen. Und zwar waren wir bei der Cousine von meiner Frau. Wir haben da ein bisschen Raclette gemacht und hin und her. Und der Mann von meiner Frau, seiner Cousine, der kam dann an und hat mir ein paar PlayStation 3 Spiele gezeigt. Und hat gesagt, hey Marcel, hör mal, guck mal, ich habe hier noch so viele PlayStation 3 Spiele. Kannst du da was von gebrauchen? Und ich habe mir dann rausgesucht, sehr cool, zwei Spiele, die ich definitiv für meine Sammlung sehr gut gebrauchen kann. Und zwar habe ich mir einmal ausgesucht Red Dead Redemption Undead Nightmare. Mit Anleitung komplett, sehr geil. Was macht ein Mann, wenn er nach Hause kommt und die Frau ist besessen und spuckt Gift und Galle? Nein! Es ist nicht der Zorn einer betrogenen Frau, sondern etwas viel Teuflischeres. John Marston fesselt seine Liebsten und macht sich auf die Suche nach einem Heilmittel. Undead Night. Diesen Teil kannte ich überhaupt nicht, dass es ihn überhaupt gibt. Einmal Escape Dead Island. Ich denke, das ist der letzte Teil von der Reihe. Habe ich sehr gerne mitgenommen, die beiden Spiele, sehr cool, hat der Theo mir dann geschenkt. Und Grüße gehen raus an dich, Theo, vielen Dank. Und habe ich sehr gerne mitgenommen. Und ich halte die Augen mal weiter auf, er hat eine riesige PS3-Sammlung, keine Ahnung, 40, 50 Spiele. Ich halte die Augen für dich mit auf, ob ich irgendwo eine günstige PS3 für dich schnappen kann. Und dann werden wir uns da bestimmt einig, dann kannst du deine PlayStation 3 Spiele auch wieder sehr gerne spielen. Ja, und ich weiß auch gar nicht, ob ich es schon im letzten Video erwähnt hatte. Erwähnt hatte ich es, glaube ich, aber nicht gezeigt. Ich habe mir bei Amazon die Unravel Yanni Bundle bestellt. Ist jetzt angekommen, habe ich auch schon angezockt. Dieses Spiel gefällt mir sehr, sehr gut. Und zwar geht es in diesem Spiel darum, man ist hier diese Wolf-Figur. Und man erlebt quasi die Geschichte von einer Familie nach. Und muss halt immer Erinnerungen einsammeln in verschiedenen Levels und kann dann, wenn man das Level geschafft hat, dementsprechend dann das Fotoalbum der Familie durchblättern. Und ist sehr, 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 sehr schöne Grafik und dieses Spiel ist sehr schön aufgemacht. Ist ein Rätselplattformer. Wer ihn noch nicht gespielt hat, da sind beide Teile drauf. Geht normalerweise für 30, so 25, 30 Euro. Und den zweiten Teil kann man Koop-Modus spielen oder auch alleine spielen. Ich bin noch im ersten Teil und das ist ein Spiel, da kann man auch gut bei abschalten. Man kann ein bisschen rätseln. Wenn man keine Lust hat auf ein stressiges Spiel, dann kann man das reinlegen. Man kann ein bisschen rätseln, ein bisschen die Umgebung genießen. Sehr schöne Musik dabei. Yanni Bundle, Unravel, sehr cool. Ja Leute, das war's dann auch diese Woche schon wieder für mich im Flohmarkt. Nächste Woche werde ich natürlich auch wieder fahren. Ich werde so lange fahren. Bis keiner mehr dasteht, der verkaufen will. Das ist auf jeden Fall mein Plan. Und wie gesagt, Leute, es wird sich halt jetzt in der Winterzeit ein bisschen ändern. Ne? Wie gesagt, Videospiele und hin und her ist im Moment nicht mehr so viel zu finden. Deshalb halte ich meine Augen auch nach anderen Sachen aus. Falls euch das interessieren sollte, Leute, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr Bock drauf habt. Und an die anderen Leute, wenn ihr sagt, boah, jetzt zeigt gar nichts mehr von Videospielen, es wird sich auch wieder ändern. Ne? Aber ich habe gedacht, jeder ist am Überlegen, wie hält er seinen Kanal über den Winter am Laufen. Und ich habe mir das einfach so gedacht, dass ich euch auch ein paar andere Sachen zeige, die auch interessant sind, meiner Meinung nach. Und werde natürlich auch meine anderen Formate weiterführen.
und werde auch mehr streamen. Ich habe The Last of Us durchgespielt, ich habe jetzt mit God of War angefangen, das ist auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Und ja, da sind auch viele andere YouTuber oft unterwegs. Die Maren, Grüße an dich Maren, sehr cool. Maren kann nix, schaut da gerne mal rein. Die schaut auch immer mal wieder rein bei mir im Channel. Und ja, da sind respektvolle Unterhaltungen immer und Erfahrungsaustausch. Die Leute, die auf der Börse waren, erzählen viel von der Börse. Also schaut da gerne mal rein, wenn ich stream, Leute. Ich werde es wohl nie vorher ankündigen. Das ist meistens spontan, deshalb abonniert mich gerne. Dann seht ihr auch, wann ich streame. Und ja, das war's für mich, Leute. Ich hoffe, ihr bleibt bei mir. Ich hoffe, ihr wollt weiter mit mir wachsen. Und ich bin raus. Bis die Tage. Euer Hometown Retro.